Fuck, so hell. Wo bin ich? Wer bin ich? Was ist gestern überhaupt passiert? Ach, mein Kopf tut so unfassbar weh. Wie viel habe ich denn gestern getrunken? Ist mir schlecht. Wie werde ich meinen Kater wieder los? Mittlerweile gehe ich gar nicht mehr so viel feiern und trinke weniger Alkohol. Kann ich mir im Arbeitsleben auch gar nicht erlauben. Okay, meine Freunde, hier eine kleine lustige Anekdote. Einmal war es so, dass ich meinen Rekord im Cocktailtrinken gebrochen habe. Meine Freunde haben mir erzählt, dass am Ende die ganze Bar aufgestanden ist und geklatscht haben. Nur Standing Ovations, weil ich so viele Cocktails getrunken habe, was ein bisschen krank ist. Und am nächsten Tag war es auf jeden Fall so, dass ich einen wichtigen Dreh hatte und den komplett verpennt habe. Also den Wecker gar nicht erst gehört habe, weil ich wahrscheinlich irgendwie noch so betrunken war, sogar am nächsten Tag noch. Klar, ich meine, solche Saufgeschichten klingen erstmal lustig. Aber eigentlich ist ein Kater nichts anderes als eine Alkoholvergiftung. Yep, du hast richtig gehört. Eine Alkoholvergiftung. Mit den negativen Folgen einer Party haben wir dann länger zu tun. Mit jedem Drink steigt der Alkoholpegel im Blut. Die Blutalkoholkonzentration wird in Promille gemessen. Ein Promille bedeutet also 1 Gramm Alkohol pro 1 Kilogramm Blut. Die Hauptfaktoren dabei sind Geschlecht, Gewicht und der Wasseranteil im Körper. Deswegen vertragen Männer in der Regel mehr als Frauen. Nach der sogenannten Windmark-Formel hat ein durchschnittlicher Mann nach 3 Bier etwa 0,66 Promille. Eine durchschnittliche Frau dagegen schon 1,06 Promille. Doch wann sollte man beim Feiern aufhören, Alkohol zu trinken, damit es weder peinlich wird, noch einen heftigen Kater gibt. Das Riesenproblem dabei ist, dass ihr bereits bei 0,3 Promille wesentlich weniger kritikfähig seid, dafür aber viel, viel risikobereiter. Die besten Voraussetzungen also für einen Absturz. Die Alarmglocken sollten aber spätestens dann läuten, wenn ihr anfangt zu torkeln oder zu lallen. Man sagt ja so schön, Finger weg vom Alkohol im Straßenverkehr, das sagt sich so leicht, was bedeutet das eigentlich? Also Fahranfänger und jeder bis 21, 0,0, das heißt wirklich nichts trinken. Wenn man älter ist, also für die Großen, 0,5 Promille. Ich könnte aber nicht sagen, wie viel ich eigentlich trinken kann, damit ich 0,5 habe, also am besten wirklich Finger weg. Wenn man Unfall baut, übrigens nur 0,3. Hä? Was ist denn da los? Ja, gilt, ne? Und sonst hat man direkt eine Teilschuld oder Vollschuld und auch bei 0,5 oder drüber wird es richtig, richtig teuer und man wird vom Arzt gestochen, auf der Polizeiwache will man auch nicht. Auf dem Fahrrad gilt übrigens 1,6 Promille. Da kann man schon ordentlich picheln, aber in der Notaufnahme tausendmal gesehen, wenn die Kauleiste dann raus ist, weil man sich schön gemault hat, bringt es auch nichts. Und übrigens am nächsten Morgen immer noch an den Restalkohol denken. Also nur, weil man sich denkt, oh ja, ich habe ja 3 Stunden geschlafen, ich kann wieder fahren. No, no, no. Geht dann immer noch nicht. Guten Morgen. Na? Guten Morgen. Ich habe solche Kopfschmerzen. Oh, nicht erst. Also, mir geht's gut. Also kann das nicht weitergehen. Nee, wirklich nicht. Wir müssen was gegen den Kater tun. Seid ihr bereit? Plan. Und los. Der gute alte Kater drückt sich, wie man als Mediziner sagt, aus durch Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, Gliederschmerzen und auch Herzrhythmusstörungen. Oh shit. Also, wenn ich viel Alkohol trinke, dann fülle ich viel Wasser. Und mit dem ganzen Wasser pinkel ich die wertvollen Elektrolyte, Mineralien etc. aus. Und das macht schon mal Kater-Symptom sozusagen Nummer 1. Das ist schon mal die Grundlage für einen miesen Kater. Dann vergifte ich mich ja selber auch noch so ein bisschen. Es gehen Zellen kaputt, es werden giftige Stoffe gebildet. Das sorgt dann für noch mehr Kopfschmerzen, Übelkeit, weil dann eben auch die Magenschleimhaut angegriffen wird. Und kardiotoxisch ist der liebe alte Alkohol. Das bedeutet, wenn ich zu viel trinke, dann habe ich so eine Herzrhythmusstörung. Das kennt jeder, der mal wirklich hart gesoffen hat. Bum, 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 bum. So macht dann das Herz. Ist meistens zum Glück nicht so wahnsinnig gefährlich. Aber letzten Endes hat man den Körper vergiftet nach so einer hart durchgezechten Nacht. Besser lassen. So ein Hangover ist echt die Hölle. Aber im Internet kursieren einige Hausmittel, die angeblich helfen sollen. Wir haben das Ganze mal für euch ausprobiert, damit ihr es nicht tun müsst. Mein Körper sagt gerade, dass ich im Bett liegen bleiben sollte. Aber ein kleines Workout soll anscheinend den Kater vertreiben. Schauen wir mal. Also, eigentlich würde ich jetzt gerne ein heißes Bad nehmen und meine Lieblingsserie schauen. Aber im Internet stand, dass eine eiskalte Dusche meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen wird. Ja, probieren wir das mal. Man hört ja immer wieder vom sogenannten Konterbier. Alkohol mit Alkohol bekämpfen. Wirklich? Wer hat sich das denn ausgedacht? Prost. Mir ist zwar überhaupt nicht nach Essen, aber kohlenhydratreiche Lebensmittel sollen angeblich helfen. Na ja, dann mal guten Hunger. We'll be right back.
besser. Ich wäre fast erfroren unter der Dusche. Und Kopfschmerzen habe ich immer noch. Und den Döner, den ich gegessen habe, der war gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, mir geht's eher noch schlechter. Alkohol mit Alkohol zu bekämpfen, ist die schlechteste Idee der Welt. Und im Sport. Sport tut mir der ganze Körper weh. Ja, das Beste gegen den Kater ist halt eben boring. Kein Alkohol trinken. So, das ist natürlich nochmal für viele eine Möglichkeit, wo sie sagen, nein, das wird nicht in Frage kommen. Ist auch völlig in Ordnung. Also, man sollte idealerweise zwischen einem Glas Alkohol und dem nächsten Glas Alkohol vielleicht noch irgendwie ein Glas Wässerchen dazwischen quetschen. Darf mit oder ohne Kohlensäure sein. Das hilft dem Körper schon mal Flüssigkeiten, um alles zu verarbeiten. Dann sollte man von fiesen Billigalkohol die Finger lassen, denn die ganzen Fuselstoffe, die drin sind, machen einen ordentlichen Kopf. Das gleiche gilt auch für den Wein. Ja, und ansonsten heißt es natürlich in Maßen trinken, aber das ist natürlich auf so einer Party, wo es dann richtig zur Sache geht, schwierig. Und wenn man dann der Einzige ist, der den Nobel-Wodka mitbringt, wo man sagt, der macht nicht so schlimm Kater, weiß man ja genau wie lange er hält. Also im Großen und Ganzen Maß halten. Ne? Nicht die Maßkrug, sondern Maß im Sinne von nicht so hart übertreiben. Man merkt es am nächsten Tag. So ein Kater ist echt im wahrsten Sinne zum Kotzen. Und ich für meinen Teil bin sowieso der Worst-Case-Kater-Typ. Ganz egal, was oder wie viel ich trinke, am nächsten Tag habe ich definitiv einen Kater. Kopfschmerzen, Übelkeit und keine Lust auf nichts. Das ist dann also so ein richtig verlorener Tag. Ich sitze dann wirklich den ganzen Tag vorm Fernseher und schaue irgendeinen Trash. Aber hey, meine Freunde, es gibt da ein paar Tipps und Tricks, die euch schon beim Trinken helfen, am nächsten Tag nicht total verkatert im Bett rumzuhängen. Tipp 1. Ein ausgewogenes Essen ist eine gute Grundlage für euch. Und wer schon mal auf leeren Magen getrunken hat, der weiß genau, wovon ich gerade rede. Kleiner Tipp am Rande. Entgegen einiger Gerüchte ist deftiges, öliges und fettiges Essen gar nicht gut. Tipp Nummer 2. Trinkt bei Partys ausgewogen. Das heißt nicht immer nur Alkohol, sondern vielleicht zwischendurch auch mal so das ein oder andere Glas Wasser. Das wirkt echt Wunder. Euer Zukunfts-Ich am nächsten Morgen wird es euch definitiv danken. Und es ist auch eine ganz gute Sache, vor dem Einschlafen nochmal ein Glas Wasser zu trinken. Tipp 3. Trinkt nicht so viel durcheinander und vor allem trinkt keinen Fusel, denn der macht den Kater eigentlich nur noch schlimmer. Allgemein solltet ihr bei der Wahl des Alkohols gut aufpassen, denn warme Getränke oder stark gezuckerte Getränke gehen schneller ins Blut. Und das ist nicht gut. Tipp 4. Nicht rauchen. Man hört ja immer wieder von diesen Leuten, die betrunken zu Gelegenheitsrauchern werden. Leute, lasst es bleiben. Nikotin verstärkt die Wirkung des Alkohols nur. Und ihr stinkt danach wie ein Aschenbecher. Gegen einen Kater hilft vor allem eins. Viel unalkoholisches Trinken, das Konterbierchen, ist keine gute Idee. Also wirklich unalkoholische Dinge trinken reichlich. Sich auch Zucker zuführen und Mineralien und Elüte. Also das ist natürlich am besten, wenn man Obst mit Honig und so isst. Da hat natürlich keiner Bock drauf, wenn man Kater hat. Also Pizza und Gummibärchen geht auch. Hauptsache, ich nehme halt irgendwie was zu mir, damit der Körper mal wieder in Schwung kommt. Gute Dinge essen, ruhig auch deftig. Darf auch ein bisschen Cheat dabei sein, ne? Was süß ist. Der Körper braucht Zucker, Zucker, Zucker. Ja, und dann einfach abwarten und Tee trinken. Am besten Kräutertee, Melisse oder Kamille oder Räubosch. Ich mag ja Räubosch eigentlich ganz gern. So, Freunde, ihr könnt natürlich Alkohol in gewissen Mengen trinken und euren Spaß haben. Ganz wichtig ist, geht verantwortungsvoll mit dem Alkohol um und kennt eure Grenzen. Und schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denn so denkt zum Thema Alkohol und Kater. Und wenn ihr die Folge genauso super fandet wie wir, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt. Ja, und checkt Insta aus. Wir haben Instagram, da gibt es Outtakes, alles Mögliche. Ja. Das ist ganz wichtig. Checkt auch Insta aus. Sehr ganz tolle Outtakes. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Was? Hab ich was in der Hand? Ja, die war noch mal länger. Die sind kürzer geworden. Mal. Ja. Was ist da passiert? Hä? Nein, das kannst du nicht machen. Doch, ich schneide mir die Haare kurz. Dann muss ich...